Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Es ist Freitag und somit habe ich natürlich wieder einen Gast in der Leitung. Hallo Slipknot Toba. Moin John. Schön, dass du dabei bist. Wir haben ja schon lange nichts mehr aufgenommen. Ja, mein Projekt ist auch erstmal so ein bisschen auf Eis. Okay. Final Fantasy 7, aber dafür gucke ich halt das. Ja, ist ein guter Ausgleich, ne? Wir sind noch mal kurz hier, weil mir ist was aufgefallen, da hinten an dem Laden, da gibt's doch diese Tränen der Eule. Das werden wir jetzt mal kurz anklicken. Ah, die Tränen der Eule ist zurzeit ausverkauft. Aber ein alter Mann hat sie mal gehabt. Okay, gut, vielleicht habe ich das doch in dem letzten Part gemacht. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ich musste nämlich wieder nachspielen. Das ist halt das Blöde, wenn man gerade keinen Speicherpunkt zur Verfügung hat. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob ich mit dir schon mal gesprochen habe. Aber das erfahren wir erst nach dem Kampf. Ja, hast du Final Fantasy 8 mal gespielt? Durchgesuchtet. Durchgesuchtet, so muss es sein. Aber keine 100%. Okay, ja, das ist ja auch ein bisschen langwierig. Werde ich ja auch nicht machen. Na, auf jeden Fall 100% hatte ich mit den Waffen. Also ich habe mir alle Waffen geholt und ja, das war's dann auch schon und halt einmal komplett durchgespielt und Level 99. Na dann. So High End. GS hatte ich nicht alle und Karten hatte ich erst recht nicht alle. Karten, ja. Ja. Also die Karten, das werde ich erst gar nicht versuchen, auch wenn ich viel spiele, aber die GFs möchte ich alle haben, das habe ich mir schon vorgenommen. Ich glaube, ich wünsche auf jeden Fall für einen viel Spaß. Ja, ich... Manche werden echt hart, das weiß ich noch. So, sehr gut, da haben wir wieder das Level abbekommen. Ich wollte noch eine Kleinigkeit bei Rinoa nachgucken. Bei Status. Ich glaube, da wollte ich was anderes lernen, wie jetzt gerade ausgerüstet ist. Wollte ich nicht den unsichtbaren Mond lernen? Ich glaube schon. Ich mach's einfach mal. So. Der ist eigentlich nicht schlecht, der unsichtbare Mond. Den hatte ich dann eigentlich auch immer als Limit. Ich bin die Ton. Aber ich freue mich, wenn ich mit ihm verwechselt werde. Okay. Das ist ein Typ. So, dann werden wir mal neue Gefilde besuchen hier. Ah ja, wo sind wir denn da? Wer ist denn das? Ah, du bist vor der Zeitung. Ja. Was scheint ja wieder seinen Zug verpasst zu haben. What? Es ist immer so lustig zu sehen, wie er hinterherläuft. Ja, das war lustig, die Szene. Können wir da eigentlich durch? Ja, kommt schon wieder Gegner. Was ist denn das hier für eine Stadt, hey? Endlich kann man sich mal umgucken, shoppen, aber man hat Gegner hier. Das war aber so ein Tempo, dass immer Gegner kommen. Nervig. Ja, wir werden eventuell auch Gegner rausschneiden, wenn der jetzt noch öfters kommt. Da, das ist ja langweilig. Ihr merkt ja schon, die können ja mal gar nichts. Da lasse ich meine GS auch getrost stecken. Die brauchst du ja nicht. Nee. Deine Vorlieben sind ja eh aufpassen. Richtig. Aber lustig, dass Qual irgendwie momentan der Schwächste ist, der Gruppe. Das passt gar nicht zum Anführer. Naja. Kann man nichts machen. Squall? Der ist doch 15. Ja, aber sein Angriff ist momentan der Schwächste mit so um die 80 rum. Ja, musst du anders koppeln. Ja, ich habe alle einfach optimal auf Stärke. Aber es liegt natürlich daran, dass er wahrscheinlich dieses Koppelfeld noch nicht frei hat. Die Timber Maniacs, dann bist du hier richtig. Und wo willst du? Und was willst du? Ja, wo ist der Fernsehsender? Er ist in dieser Stadt. Du willst es genauer wissen? Die Nachbarin kann dir das bestimmt besser erklären. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal da rein, gucken, was da los ist. Timber Maniacs, da haben wir auch schon ein paar Zeitschriften gefunden. Hi, was kann ich für euch tun? Oh, ja klar, wir wollen eine Besichtigung. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir wollen eine Besichtigung. Das freut mich, aber geh bitte hinein. Okay, mal schauen. Liegt da was für uns? Ältere Zeitschriften aus der Kampfserie. Ich kenne sie alle. Okay. Hier. Okay, das gleiche. Okay, können wir hier rein? Jawohl. Torpunkt Eisgar gefunden. Ui. Wir haben noch nicht mal Eisra. Aber der ist auch gut versteckt.
Hm. Ich glaube, den habe ich nie gefunden. Das ist reiner Zufall, dass ich da jetzt gerade geklickt habe. Ja, jetzt natürlich leer, ist klar. Da ist sonst auch gar nichts. Ja, ja, ist schon gut. Gehen wir halt wieder. Oder die eine Tür da? Ne, geht nicht. Okay. So, ja gut, dann gehen wir halt dahin, wo wir hin sollen, oder? Ist da vielleicht noch irgendwas? Nein, die Kampfserie, nach wie vor. Hm, alles was für Cell. Ja, das ist aber ordentlich hier, uiuiui. Ich glaube, da hinten liegt was für uns, das sieht so auffällig aus. Eine alte Timer Matrix gefunden. Gelesen. Oh, sehr schön. Ja. Na, ich würde sagen, Cell hat jetzt sowas gelernt, bestimmt. Müssen wir mal nachgucken. Wobei, bei ihm kann man das eh nicht auswählen, ne? Das kommt irgendwie so random, glaube ich. Ja, je nach Dingsabfolge, wie du es machst halt. Sehe ich aus wie ein Künstler? Ganz recht, ich bin einer. Ich hab doch nichts gesagt. Und was hast du da hinten? Puh, warum? Warum sind nur die riskanten Zeitschriften so erfolgreich? Die Zeiten sind wirklich schlecht. Ihr macht eine Besichtigung, habt ihr irgendwelche Fragen? Über die Time by Maniacs. Unser 1 zu 3 unserer Firma wurde vor 20 Jahren gegründet, um die Zeitschrift Timer Maniacs herauszubringen. Zu Beginn waren alle Redakteure, was? Volontäre, sie wollten alle später mal Journalisten werden. Mhm. Ich habe als Redakteur bei der Timber Maniacs angefangen, aber leider haben sich die Zeiten geändert. Ah, Deutsch war schwere Sprache. Kein Problem. Heutzutage verkaufen sich nur die Kampffachzeitschriften. Langsam verliere ich die Motivation. Oh, verständlich. Eine unendlich lange Geschichte. Ja, Squall ist sichtlich begeistert. Er hat die ganze Zeit gelabert, was er nicht geschafft hat, was er werden wollte, also das Übliche. Ich hasse sowas. Okay, da ruft er uns noch. Ich werde euch eines sagen, verplempert nicht die Zeit. Ja, das sagt er uns. Wir haben aber die Zeit gerade mit ihm verplempert. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal rein, da gab es nämlich noch andere Gesprächsmöglichkeiten. Vielleicht kommt da ja noch was Wichtigeres. Das kennen wir ja schon. Jo. So, aber hier jetzt über einen eigenartigen Traum. Ob man mit dem darüber reden soll? Na komm, machen wir es einfach. Jo. Ich hatte einen Traum. Darin war ich ein Galbadia-Soldat namens Laguna. Nein, das war kein Traum. Das war richtig real. Auch meine Freunde. Was wäre richtig? Träume sind immer mysteriös. Willst du wissen, was ich heute geträumt habe? Oh oh. Ich glaube nicht. Warum habe ich ihn angesprochen? Ja, das lief halt blöd, ne? Ja, kennt man so gut. Ja, lustig. Was er heute, gestern, vor drei Tagen geträumt hat. War mein Fehler. Tja, Squall, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Wir werden ihn nochmal anquatschen. Vielleicht kommt ja noch was Wichtiges dabei raus. Wer weiß, wer weiß. Aber lustig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Sie haben sich wirklich, also was dieses Charaktertiefgang und diese, ja, noch die kleinen Gespräche, so zeigt wieder ein bisschen Charakteristik. Jetzt natürlich deutlich bei Squall. Ich finde das immer toll gemacht. Ja. Die Situation in Timebar. Mir ist egal, was mit Timber oder Timber passiert. Als ich klein war, war es nicht so. Es war während der Hexen... Ach, 1, 2, 3. Es war während des Hexenkrieges
Ich habe meine Meinung zum Krieg an die Timer Maniacs geschickt. Trotz des Krieges hatte ich als kleiner Junge eine schöne Zeit. Damals hatte ich noch Visionen. Bestimmt von der Zeitung. Ja, wir werden, glaube ich, jetzt alle Visionen erfahren. Eine unendlich lange Geschichte. Damals war das anders. Die schöne alte Zeit. Als ich in deinem Alter war. Oh mein Gott. Ich hasse es, wenn Erwachsene so daherreden. Niemand ist in meinem Alter. Ja, gut, komm, ein letztes Mal noch. Auf geht's. Ja, es ist, ich merke schon, das ist ein reiner Reading-Part, aber muss halt auch mal sein. Nach der vielen Action in den letzten Parts, das ging ja echt Schlag auf Schlag, da kam man ja zu gar nichts mehr. Ich glaube, der längste Part war bis jetzt dein Diablo-Part, ne? Ja, den habe ich ja dann extra nochmal gecuttet, sonst wäre es ja ganz schlimm. Nichts Besonderes. Ah, okay. Schade, ich mag es, mich mit jungen Leuten zu unterhalten. Ja, das haben wir gemerkt. Okay, das vierte war dann doch nichts mehr. Gut, dann können wir hier endlich raus. Ich werde nun auch endlich die Gelegenheit haben, wieder Triple Trade zu spielen hier. Leute, also nächste Woche gibt es definitiv wieder einen Part. Mhm. Freue ich mich auch schon drauf. Hat ja die letzten zwei Wochen nicht geklappt. Nichts passiert. Aber sowieso auch genial, das Kartenspiel, ne? Ja, auf jeden Fall. Ne, den habe ich schon angequatscht. Nichts. Naja, das können wir jetzt lassen. Gehen wir in das nächste Gebäude, falls es da überhaupt reingehen. Finde ich auch so schön. Eine Stadt, wo man einfach überall reingehen kann. Gut, es ist vielleicht ein bisschen unlogisch, aber ich mag sowas. Das gehört einfach dazu bei so einem Rollenspiel. Wie bitte? Ihr wollt zu Fuß zum Fernsehsender? Es fahren keine Züge. Früher kam man über die hintere Gasse dorthin. Als der Fernsehsender die Funkwellen einstellte, wurde da eine Kneipe eröffnet. Seitdem wird die hintere Gasse nicht mehr so oft benutzt. Wenn du aus dem Fenster im ersten Stock hinausguckst, kannst du diese hintere Gasse sehen. Ah ja, unser Ziel. Das haben sie wenigstens noch schön gemacht. Egal was Mutter sagt, meine Eltern verstehen sich blendend. Na dann. Ich hoffe, ich finde auch bald einen Freund, mit dem ich mich streiten und schlagen kann. Okay. Wenn's Spaß macht. Echt? Es tickt doch nicht richtig. Das hat jetzt aber auch der Richtige gesagt, ne? Ja. Aber das haben sie ja schön gemacht in Final Fantasy 8 mit diesen farbigen Unterlegungen, wo du hin sollst. Absolut, ja. Echt gut. Diese Katze schläft oft hier, auch wenn sie nicht uns gehört. Das ist doch ein Ding, oder? Sie frisst auch so viel. Ich kann verstehen, dass mein Bruder immer Geld verlangt. Du willst rausgucken? Geh zum Fenster. Bitte schön. Okay, dann gucken wir halt mal. Ja. Okay, das ist ein Speicherpunkt und ein Penner, alles klar. Und da ist bestimmt auch die Kneipe rechts. Unser Ziel. Beziehungsweise da, wo wir zuletzt hingehen. Okay. Was nun? Achso, der Junge will was. Das macht dann genau 10 Gil. Ich glaube, es geht los hier. Hey, du nimmst schon wieder Geld? Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du kein Geld nehmen sollst? Tja. Bäh. Diesmal waren es nur 10 Gil, nicht 1000 wie das letzte Mal. Es geht nicht um die Menge, du sollst sowas nicht tun. Okay. Ich hätte ihm eh kein Geld gegeben. Es ist jetzt umsonst. Na dann.
Ja, wirklich schön gemacht. Na, Katze? Nee, die Katze mag uns nicht. Okay. Nee, wir haben schon geguckt. Wir gehen. So, hier haben wir auch mit allen gequatscht. Dann gehen wir hier raus. Oh, und wieder ein Gegner. Yay. Was hältst du so vom Kampfsystem bei FF8? Einwandfrei, immer schön rundenbasierend. Mhm. Und auch das Pro-System war mal was anderes. Du bist nicht auf MP angewiesen gewesen. Genau. Nicht auf MP, nicht auf die Stufe. Ist schon ziemlich krass, das Ganze. Mhm. Aber das Einzige, was manchmal gestört hat, war halt, dass du vielleicht mal Items gebraucht hast, aber hast kein Item ausgerüstet. Das stimmt, ja. Es sollte eigentlich, ist es sinnvoll, mindestens einen Charakter mit Items auszurüsten, anstatt mit Zaubern, weil ich ja sowieso sehr, sehr selten zaubere. Wäre eigentlich mal sinnvoll. Ja, aber Zauber kannst du ruhig schon drinnen lassen, meiner Meinung nach. Und du könntest ja je nachdem auch ab und zu mal Doppel benutzen. Doppel ist natürlich sehr, sehr, sehr wirkungsvoll, wenn da doppelte Aktion, ich weiß gar nicht, doppelte Aktion oder einfach nur doppelte Zauber? Ich glaube beides sogar. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Später kommt sogar noch Triple dazu. Mhm. Der gesamte Bahnverkehr wurde anscheinend gestoppt. Normalerweise fahren hier viele Züge. Ich liebe die Aussicht hier. Okay. Ja, nette Aussicht. Weiter geht's. Oh, Weapon. Da gehen wir mal rein. Mal gucken, ob es schon was Neues gibt. Wir haben zwar noch keine Zeitschrift, aber wenn man die Zutaten hat, habe ich mir erzählen lassen. Schade. Alles immer noch die ersten Dinger da. Ja, nichts Neues. Du brauchst auf jeden Fall die Zeitschriften. Mhm. Die Zutaten sind da eigentlich egal. Hoffentlich finde ich da bald mal was. Warst du schon... Ah, Hatschi! Ich habe Katzenallergie, aber meine Tochter liebt Katzen über alles. Was mache ich nur? Schaff deine Tochter ab. So. Warst du schon wieder in diesem... in dieser Stadt, wo du mit Laguna als erstes warst? Nee, da kommen wir erst noch hin, schätze ich. Ist sie süß? Vielleicht zwei Katzen. Süß, ja. Da kriegst du auf jeden Fall ein Heft, das weiß ich. Okay. Irgendwas war eben mit dieser Katze, die hat ein komisches Geräusch gemacht, so ein Klöckchen. Mhm. Vielleicht hat die was für uns. wobei, das sieht hier nicht gut aus, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Ich probiere es trotzdem mal. Du weißt doch, was mit deinem Kind passiert, wenn du einen Rebellen hier durchlässt. Nicht wahr? Wir müssen schnell zum Fernsehsender, bevor jemand wegen uns zu Schaden kommt. Okay, ich gucke aber trotzdem mal, ob ich hier einfach so... Hallo! Ihr Bürger aus Timeberg, gehört doch alle zum Widerstand. Idioten, wenn ihr euch fügt, würde diese Stadt bestimmt aufblühen. Und, was ist mit dir? Bist du glücklich, nachdem du deine Seele verkauft hast? Wir pfeifen auf sowas, wir wollen unsere Freiheit. Wenn ihr das nicht begreift, werdet ihr uns niemals verstehen können. Wenn's nach mir ginge, bist du der Idiot, weil du deine eigene Freiheit verkauft hast. Halt die Klappe! Nein. Nein. Okay, ich komme zum Kampf. Ja, den lassen wir noch drin, weil das jetzt so ein kleiner Storykampf war. Ansonsten werde ich jetzt für den Part und ja, diese Gegner prinzipiell rausschneiden, weil es ändert sich ja nichts. Ich werde vielleicht auch noch ein bisschen Thrawn, wobei ich glaube, die haben ja eh nichts. Naja, die haben ja nur das billige Zeug. Ja, okay. Wird mal Zeit, dass die was Neues haben. Das dauert meistens immer. Hängt ja auch mit unserem Level zusammen. Hm.
Na, oder mit Region, glaube ich auch. Ich weiß es nicht mehr. Genau. Schon ziemlich lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Oh ja, geht mir genauso. Damals zum Release. Genau, habe ich es mir auch geholt. Habe ich Oma noch angebettelt, beziehungsweise meine beiden Omas angebettelt, dass ich das Geld kriege. Ja, ich habe das schon ewig lang gespart und mir extra reservieren lassen bei meinem Games-Geschäft und dann sofort früh morgens geholt, natürlich die Schule geschwänzt, wie es gehört. Dann ging's los. Ja, ich habe es auch zusammen gespart, aber ich habe nicht geschwänzt. Ich könnte es erst Nachmittag holen. Ach, du bist viel zu brav hier. Nein, ich bin da vor allem extra 2 Kilometer gefahren, weil ich musste einmal hoch das reservieren und wieder runter und dann wieder hoch. Oh je. Geld hatte. Nein. Nee. So, jetzt haben wir die erledigt. Gibt's jetzt eine Belohnung? Danke, ich konnte es nicht mehr aushalten. Vielen Dank. Aber ich kann euch hier nicht durchlassen. Es tut mir leid. Okay, wo ist denn trotzdem? Naja, okay. Versuch was wert. Ich glaube, wir dürften jetzt zur Gasse gehen. Oder du guckst mal in das Hotel, was da noch ist. Genau, wir gehen mal ins Hotel gucken. Aber kriegen noch einen Gegner. Wir schneiden die kurz raus und sind gleich wieder da. So, das immer wieder. War nur ein kleiner Soldat, der ging ratzfatz hier. Ab ins Timber Hotel. Ah, da ist sogar ein Speicherpunkt. Das ist doch mal sehr nett. Aber wir reden mal mit dieser leicht bekleideten Dame zuerst. Okay, die ist ja sehr freundlich. Aus dem Weg. Gut, dann gucken wir mal hier. Oh, meine liebste Noah, es tut mir wirklich leid. Ich kann euch nicht unterbringen. Ich darf es nicht laut sagen, aber hier übernachten zurzeit so viele Idioten aus Galbadia. Ich verstehe. Trotzdem, vielen Dank. Okay, habt noch einen Speicherpunkt. Ach, Noah, ich wünschte, ich könnte euch helfen. Ich bin auf deiner Seite, ich drücke euch die Daumen. Okay. Der Kleine da, oder die Kleine, hallo? Sprichst du mit mir? Nee, ich will nicht speichern, ich will mit dem Mädel da reden. Ach, lass mich doch in Ruhe. Geht nicht, redet nicht, ne? Nee. Ich weiß, es tut dir leid. Ja, okay. Gucken wir mal da hinten. Nee, okay, wir gucken nicht da hinten. Willkommen, Reservierungen bitte am Schalter. Hab's kapiert. Die Bahnschranke wird böse, wenn ihr hineingeht, ohne zu bezahlen. Okay. Das würde ich mal sehen, wie böse wird. Ja, interessante Sicherheitsvorkehrung. Mhm. In einem Hotel, aber okay. So, speichern wir das Ganze ab. Und wir haben noch so knapp 5 Minuten, sollten wir nutzen. Noch ein bisschen die Stadt erkunden. Na, geht's hier nicht raus? Ah, hier, okay. Das ist ein bisschen dumm gemacht mit der Wegfindung. Ja, manchmal sind so tote Winkel, die man nie erkunden darf, warum auch immer. Da fand ich das bei 7 noch gut, dass du wenigstens Select drücken konntest, dass du alles angezeigt kriegst. Da hat man die Pfeile gehabt, stimmt. Hey, wer bist denn du? Ah, Renoa, hallo, schönes Wetter heute. Ja, es ist wirklich schön. Warum kann ich nicht etwas Romantischeres sagen, ich Idiot? Renoa, ja, das bitte und tschüss. Super. Pausen, wenigstens was. Naja, ich hätte mir was anderes erhofft. Okay, eine Pause. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Ach ja, wir könnten ja da hinten rein, glaube ich. Da waren wir noch nicht ganz... Oh, wir haben wieder... Geld bekommen. Sehr schön. So, wo waren wir denn jetzt? Ach ja, da rechts waren wir, glaube ich, noch nicht. Mal gucken. Und wir schneiden die Gegner raus. So, da sind wir schon wieder. 2 Soldaten vermöbelt. Potion. 2 AP. Wunderbar. So, jetzt mal gucken. Ging es da hinten jetzt weiter? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, da ging es weiter. Ja, da gibt es ja noch viele Leute hier. Hallo. Pass auf.
eben gegen Rowdies in die Kneipe hinein. Die Kneipe ist gleich die Treppe hinunter. Ich rieche, ich rieche Blut, aber ich hoffe, dass ich mich irre. Oh oh, klassische Kneipenschlägerei hier. Mhm. Ob wir flirten? Sehen wir so aus? Wir sorgen auf diese Weise für Frieden. Okay. Wie du meinst. Und du? Bald? Eule? Geheiminfo Nummer 3. Timber wurde nach dem Wald benannt. Ursprünglich lag Timber mitten in einem atemberaubend schönen Wald. Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Man kann es kaum glauben, wenn man sich die Stadt so anzieht. Okay, was können wir denn hier machen? Jetzt sind wir wieder auf den Gleisen und vermöbeln schnell offline ein paar Gegner. Immer wieder. Und Ifrit levelt up. Sehr schön. Saren, Diablo. Ja, immer her damit. Immer her damit. Sehr gut. So, da hinten kommen wir nicht durch. Das sind ja auch solche Schranken. Was haben wir hier? Können wir da... Nee. Du kannst wohl, glaube ich, da die Treppen hoch links. Mhm. Mache ich dann auch gleich. Wir machen nochmal schnell Gegner. So, da sind wir wieder. Ja, drei Gegner waren es diesmal, aber das ist natürlich keinerlei Gefahr für uns, wie ihr merkt. Ja, ich wollte jetzt gleich nochmal da hoch. Ich bin, von da bin ich ja gekommen, ne? Nur von da, kamst du. Okay, passt, ja. Dann gehen wir die Treppe hoch und da können wir wahrscheinlich noch hier rein. Mit den Leuten quatschen. Shoppen. So, haben wir hier, können wir hier noch durch? Ja, hey, ganz schön groß die Stadt. Mhm. Ja, was machst du da? Mittlerweile fahren schon 4 Bahnlinien durch die Stadt. Langsam wird's hier gefährlich. Soll ich dir sagen, wohin die Züge fahren? Ja, sag mal. Von diesem Bahnsteig aus geht es nach Dollet. Von der Kneipe fährt der Zug in Richtung Wüste. Beim Zoohändler fährt der eine nach Balamp und der vor dem Timber Maniacs, der nach Delling City. In Timber gibt es 4 Bahnlinien. Leider muss man ein ganzes Stück laufen, um umzusteigen. Ja, das ist wirklich umständlich, aber okay. Besser als zu laufen. Wie an manchen Hauptbahnhöfen. Ja. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Mhm. Aha, voll Booty hier. Hallo, was geht? Da läuft der Fernseher, interessant. Menschen sind komisch. Warum verlieben sie sich, obwohl niemand es ihnen beigebracht hat? Hm. Die Wohnung ist etwas zu klein für eine fünfköpfige Familie. Mutter und Oma merken das nicht, da sie täglich arbeiten gehen. Wenn ich vorschlage, umzuziehen, fängt meine Oma an zu nörgeln. Was sagst du da? Was trinkst du da eigentlich? Ja? Hallo? Alarmant? Bestimmt Sorge. Junger Mann, magst du etwas trinken? Ja, warum nicht? Das ist fein. Der Wasserhahn ist dort. Trink so viel, wie du willst. Ach, was für eine Gastfreundschaft hier. genier dich nicht. Es ist ja sowieso nur Wasser. Ja, danke. Ist sehr nett. Die Tür untersuchen? Sie geht nicht auf. Hey, junger Mann! Was machst du denn da? Nochmal mit ihm reden vielleicht? Magst du was trinken? Nee, okay. Okay, seltsam. Vielleicht irgendwann anders, ein anderes Mal nochmal dahin. Mhm. Wer weiß, wer weiß. So, und dann jetzt noch die letzte Ecke da mit den beiden. Da komme ich überhaupt hin. Ja. Die Brücke klappt auf, sobald ein Zug kommt. Es ist cool, rüber zu rennen, wenn ein Zug kommt. Wenn der Zug kommt, müssen wir bei 3 rüberlaufen. Aber ich habe immer so viel Angst, dass ich zittere. Daher habe ich bisher immer verloren. Interessantes Spiel. Hoffentlich kommt bald der Zug. Oder ein Zug. Mhm. Okay. Harakiri-Kinder. So, da sind wir wieder und
der Part ist auch schon am Ende. Wir haben schon wieder ein bisschen überzogen. Ich werde nun offline übrigens noch zurück zum Hotel rennen, einmal speichern. Die Gegner nehme ich natürlich auf dem Weg mit. Und dann kann ich erstmal in Ruhe endlich wieder Triple Triad aufnehmen. Und dann geht es am Montag natürlich ganz gewohnt weiter. Dann werden wir mal in diese Kneipe gehen. Seid gespannt, was uns dort erwartet. Ja, Slipknot Turbo, danke, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Gerne, gerne wieder. Bei meinem alten Lieblingsspiel. Ja, es ist eins der besten. Absolut, ja. Ja, war eine schöne Runde mit dir und ich wünsche euch noch was. Ich wünsche dir was und du hast die letzten Worte. Also, guckt weiter schön die Parts und, ne, favorisieren und Daumen hoch.